Und jetzt zum Sport mit frisch gebackenen deutschen Meistern, Benjamin. Ja, fantastisch. Sie haben es tatsächlich geschafft. Die Ringer des ASV Mainz 88 sind zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder deutscher Mannschaftsmeister. Nach dem Hinkampf gewannen die 88er gestern Abend auch den Rückkampf beim ASV Schorndorf. 14:13. Samstagabend kurz vor 22 Uhr, als das Mainzer Freistil-Ass Murat Kuramagomedov Schorndorfs Anton Moser im letzten Kampf überlegen besiegt, schlagen die Emotionen Purzelbäume. Die Rheinhessen sind deutscher Meister. Wir haben mit Team Spirit und dem Quäntchen Glück, ich glaube, das Ding wieder gedreht. Parallelen zum letzten Jahr sind klar zu sehen. Never, never, never give up. Niemals aufgeben. Vor den 2000 Fans in der heißen Atmosphäre der Stuttgarter Arena galt dieses Motto für das Mainzer Team um Trainer David Bicinashvili nach 4 Niederlagen in den ersten 5 Kämpfen. Bis zur Pause lief es denkbar schlecht. Vor allem das deutliche 2:15 des georgischen Topstars Bujashvili in Blau gegen den Bulgaren Vangelov lag den Mainzern schwer im Magen, ließ die Halle toben. Schorndorf hatte nach der Hälfte der 10 Duelle bereits eine Hand am Meisterpokal, führte deutlich mit 9:3. Anfangs war das Glück nicht auf unserer Seite, aber doch noch, ich glaube, mein Kampf konnte das nochmal wenden. Und ja, zum Schluss haben wir es nochmal gut gemeistert, denke ich. Routinier Dudarov leitete mit seinem Überraschungssieg gegen den favorisierten Franzosen Aibujew die eindrucksvolle Mainzer Aufholjagd ein. Und als danach auch Alexander Semisorov seinen Schlüsselkampf gegen Schorndorfs Ustajew gewann, war für Mainz der Weg zum Titelgewinn endgültig frei. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Das erste Mal mit ASV Mainz nach den goldenen 10 Jahren. 2012, 2013 war das letzte Mal. Jetzt wieder hier wieder Geschichte geschrieben und ist einfach nur glücklich drüber. Nach 10 Jahren also ist der Goldpokal der Meisterringer endlich wieder in Mainz.